Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das schwarze Auge Drakensang, wo wir uns immer noch im unterirdischen Zwergenkönigreich Murolosch befinden und jetzt vor einer ganz neuen Aufgabe stehen. Wir müssen nämlich unsere gute alte Freundin, die Gauklerkönigin Salina, davor bewahren, wegen Sabotage, Hochverrat und versuchtem Mord angeklagt und verurteilt zu werden. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass irgendjemand versucht, ihr diese Verbrechen hier in die Schuhe zu schieben, um selbst der gerechten Strafe zu entgehen. Und ich bin ganz ehrlich, da das Spiel ist zwar sehr subtil mein Kopfhörerkabel hängt fest, wartet. So, jetzt habe ich's. Entschuldigung. Das Spiel ist zwar sehr subtil in seinen Andeutungen, aber ja, jahrelange Erfahrungen und ein jahrelang geschultes detektivisches Meisterhirn, das durch Ace Attorney und Danganronpa geschult worden ist, in der letzten Zeit unter anderem, ja. Das hat natürlich schon durchschaut, wohin die Reise am Ende potenziell gehen könnte. Ich habe schon eine Hauptverdächtige. Und jetzt gucken wir mal, ob sich mein Verdacht in irgendeiner Art und Weise bewahrheiten wird. Die rechte Maustaste will hier nicht. Jetzt. So, als allererstes natürlich, werter Prinz. Einmal die Hand. Hier kommt der hohe Priester. Der hat doch bestimmt. Jetzt, ja, irgendwie sowas hatte ich befürchtet. Ich werde das auch nicht lange versuchen. Wie das Inventar ist, das kann nicht voll sein jetzt. Folgt mir. Ich finde es schön, dass ich das Inventar oder den aktiven Helden wechseln kann, während ich gerade mitten im Taschendieb bin. Das ist realistisch. Sehr realistisch. Kann ich mit dem guten Bergkönig auch noch sprechen? Seid gegrüßt, Wahrheitsfinder. Wie gehen eure Ermittlungen voran? Ich gehe noch einigen Spuren nach. Ich komme wieder, wenn ich genug Beweise gesammelt habe. Okay, das ist schon ein bisschen den Prozess machen. Kann ich mit denen auch reden? Ihr dürft mit der Angeklagten sprechen, aber sie muss hier stehen bleiben. Okay, der sagt nochmal das Gleiche. Na gut. Kommt, Kinders, wir gehen. Ich glaube, da hinten wartet noch jemand auf uns. Wir haben ein Verbrechen aufzuklären. Hier warten zwei Leute auf uns, oder? Ihr seid doch auf Wahrheitssuche, um dieser Gauklerin zu helfen, oder? Es mag euch interessieren, dass die Lagerhallen meiner Sippe vor ein paar Stunden von Gruftasseln heimgesucht wurden. Dabei gibt es für die Krabbler kaum Essbares dort. Das war mit Sicherheit ein Anschlag. Ich war gerade beim König, aber der will derzeit keine Krieger schicken, um dem Getier Herr zu werden. Behauptet, die werden alle zur Wache über die Stadt benötigt. Ich muss sagen, eure Bauchrednerkünste sind wirklich beeindruckend, meine Liebe. Ist das eventuell ein Talent, bei dem ihr mir mal Gelegenheit zeigen könntet, wie das geht? Ich finde das nämlich echt spannend. Das klingt sehr unerfreulich. Und was soll ich jetzt tun? Fragte die Heldin, obwohl sie die Antwort auf diese Frage schon ganz genau wusste. Nun, wenn ihr die Asseln dort ausmerzt, werdet ihr vielleicht auch Hinweise auf die Identität des Täters finden. Das vermag doch eure Menschenfrau zu entlasten, oder? Dann sind diese Gruftasseln schon so gut wie tot. Ach, vorzüglich. Ich wusste, dass ihr wahrlich heldenhaft seid. Der Eingang zu den Kammern meiner Sippe befindet sich im zentralen Schacht in der Mitte der Stadt.
Ich werde euch dort treffen, wenn ihr bereit für den Kampf seid. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. So, aber hier der Hogmash, Sohn des Humporosch. Der stand doch da auch nicht. Der hat doch bestimmt auch noch was für uns, oder? Grazima hat mich um Hilfe gebeten. In ihrem Lager wütet eine unerklärliche Asselplage. Sie hält das Ganze für einen weiteren Sabotageakt und hofft, dass ich vielleicht einen Hinweis auf den Täter finde, damit diesem jemand endlich das Handwerk gelegt werden kann. Grazima wird mich bei ihrem Lager treffen. Sie ist schon vorgegangen, aber hat mir den Standort ihres Lagers auf meiner Karte eingezeichnet. Das ist ja nett. Okay. Gruftasseln, die hatten wir ja schon. Ihr untersucht also die Sabotageakte und Diebstähle hier in Muralosch, ja? Klar. Ja. Salina ist sicher unschuldig. Es muss also eine andere Erklärung geben. Das steht so im Skript. Mhm. Es wurde hier ein wertvolles Artefakt gestohlen. Und am Ort des Geschehens fand man Glasscherben, die von dem Jonglierball eurer Freundin stammen. Ich glaube schon, dass Salina da ihre Finger im Spiel hatte. Es ist nicht alles, wie es scheint. Ihr werdet sehen. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Klar. So, jetzt, jetzt bin ich ehrlich gesagt ja schon recht gespannt, wie genau das Spiel die Ermittlungen in diesem Prozess jetzt hier präsentiert. Eine Sache, die mir natürlich, an die ich immer wieder denken muss. Eine Gerichtsverhandlung, wo man wirklich auch in so einem Rollenspiel, wo man Beweise sammeln muss und dann vor Gericht verhandeln musste und dann die Geschworenen überzeugen musste, um am Ende halt ein Schuld oder eben auch einen Freispruch erwirken zu können. Das war damals in, ich glaube, es war der dritte Akt von Neverwinter Nights, falls das einer von euch gespielt hat. Das haben wir vor kurzem im Rahmen von Tackle hier auf dem Kanal mal ein bisschen genauer in Anspruch, Augenschein genommen. Und Neverwinter Nights, so viel kann ich euch schon verraten, das ist eines der Spiele, die ich tatsächlich auch in die nähere Auswahl mitgenommen habe für potenzielle Spiele, die dann bei Gelegenheit zum Nachfolger von Drakensang dann hier als VOD werden könnten. Also ich hab tatsächlich einiges, was ich mir da vorstellen könnte. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit dann nochmal ein paar Umfragen starten. Ich denke, man wird die Schuld dieser Gaukerin recht schnell beweisen können. Großlinge wie Sie haben einfach einen Hang zum Verbrecherischen. Wieso denn das? Auf mich wirkte sie freundlich. Sie ist eine Nette. Tja, das ist sie aber nicht immer. Als ich ihr die Nachricht brachte, dass sie nicht mehr auftreten dürfe, da hat sie ganz schön Temperament gezeigt. Temperament? Was hat diese Salina denn getan? Hat sie dich mit Jonglierbällen beworfen? Wie? Nein. Aber sie hat gezetert, gefleht und hat sich so aufgeregt, dass ich sie durchschütteln und schon fester anpacken musste. Oh nein! Wie hast du denn diese große Frau durchgeschüttelt, Akma? Hm? An den Knien? Lach nicht! Ich werde eben auch mit solchen Langlutlatschen fertig. Arombolosch hat mich nicht umsonst zu seinen Diensten bestellt. Okay, das war schon irgendwie interessant. Ich hörte, ihr wollt die Gauklerin Salina verteidigen. Dann will ich gerne versuchen, euch mit meinen Ratschlägen zu helfen. Die Verurteilung eines Menschen durch Zwerge muss ja nicht sein, bei dem guten Verhältnis unserer Völker. Okay, ich höre. Salina sprach von einer Erklärung, wo sie in Wirklichkeit war. Vertrackte Sache, wenn sie eigentlich nicht hätte auftreten dürfen. Die älteren Zwerge sind da sehr strikt.
Ihr solltet mal die jüngeren Zwerge fragen, ob sie etwas wissen. Danke, das werde ich tun. Moin. Hey, ho, seid gegrüßt. Alle Welt spricht von euch. Ihr habt doch den Drachen Jafgur bezwungen. Was kann ich für euch tun? Ah, Krimbart, Sohn des Kirolosch. Das ist ja tatsächlich sogar der, den ich suche. Da ihr meinen Namen kennt, wäre es schön, den euren zu erfahren. Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin Krimbart, Sohn des Kirolosch. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, natürlich. Ihr kennt doch Salina, die Gauklerkönigin. Und ihr wisst doch auch, dass sie vor Gericht steht. Ja, eine ganz schreckliche Sache ist das, findet ihr nicht auch? Diese arme, lange Frau. Ich hoffe, sie wird freigesprochen. Sie ist nämlich nur wegen mir hier in Murolosch. Ich hatte sie in Ferdok angesprochen und eingeladen, uns mit ihren Künsten zu erfreuen. Salina glaubt, ihr könnt bezeugen, dass sie den Stolleneinbruch nicht verübt hat. Würdet ihr das tun? Ich, ja, Arombolosch hat verboten, dass sie auftritt. Deswegen kann ich ja schlecht aussagen, dass sie aufgetreten wäre. Das würde doch eher noch mehr in Kalamitäten bringen, oder etwa nicht? Das wird den Bergkönig vielleicht nicht erfreuen, aber das ist doch wohl das geringere Übel. Ein Alibi würde Salina deutlich helfen. Ich weiß nicht. Es würde Gerede geben, wenn ich preisgebe, dass ich mich nicht um eine Anweisung des Königs gehalten habe. Und dann ist da auch noch eine Großlingfrau drin verwickelt, die Altbärte in der Stadt eher unsittlich finden. Also, nein, das kann ich mir meiner Familie nicht antun. Aber was würde eure Familie sagen, wenn sie erführe, dass ihr aus Angst die Wahrheit verschwiegen habt? Dass ihr in Kauf nahmt, dass jemand Unschuldiges verurteilt wird? Nicht so laut. Meine Familie ist stolz und traditionsbewusst und hält nicht viel von der Großlingskunst. Tut mir leid, aber sie würde es eher als schmachvoll empfinden, dass ich eine solche Großlingsfrau bewundere und Geld für ihre Dienste ausgebe. Und meine Mutter hat so ein schwaches Herz. Sie soll nicht erfahren, dass... Nochmal von neuem. Nur ihr könnt Salina ein Alibi für den fraglichen Zeitraum geben. Ich bin nicht schwerhörig, das sagtet ihr bereits. Ich weiß, dass ihr Salina schätzt. Ihr könnt sie doch nun nicht so hängen lassen. Sie vertraut auf euch. Ihr hättet sie sehen sollen. Völlig verängstigt und aufgelöst. Sie braucht eure Aussage. Verängstigt? Die Arme, das mag ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, ich gebe euch meine Aussage. Salina wird es euch danken. Das war sehr mutig von euch. Wir sehen uns dann bei der Gerichtsverhandlung. Das geht doch. Ich habe tatsächlich einen der Zwerge gefunden. Krimbart.
und ihn überredet, als Zeuge aufzutreten. Er kann Salina ein handfestes Alibi geben. Krimbart wird vor dem König bezeugen, dass Salina für die Zeit des Stolleneinsturzes ein Alibi hat. Ja, bedauerlicherweise ist das aber natürlich nicht die einzige Anklage, die gegen unsere gute Gauklerkönigin hier erhoben wird, ne? Wir haben immer noch den versuchten Mord an dem Hohepriester und irgendeinen anderen Sabotageakt hatten wir auch noch, ne? Das Alibi. Ich habe einen jungen Zwerg gefunden, der bezeugen kann, dass Salina zur Zeit des Stolleneinbruches nicht am Tatort gewesen sein kann. Sie hat ihm und seinen Freunden zu diesem Zeitpunkt eine geheime Privatvorstellung gegeben. Na, wenn das mal kein Alibi ist. Okay. Wirt? Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Ich bin von euren diplomatischen Fähigkeiten beeindruckt. So viele Jahrzehnte, wie sich die vier Töchter der alten Maribroscha wegen dieses albernen Tanz nicht angeschaut haben. Hätte niemand gedacht, dass ihr das so im Handumdrehen lösen könnt. Respekt. Aber wie kann ich euch zu Diensten sein? Okay. Da hatte ich jetzt an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass da Bezug auf die Quest nochmal genommen wird. Aber na gut. Ihr seid doch ein Wirt. Und da bekommt man ja allerhand mit. Kann ich euch etwas fragen? Natürlich! Natürlich! Dies ist ein geselliger Ort. Fragt ruhig. Erzählt mir von Salina. Was haltet ihr von ihr und was sprechen die Zwerge von Murolosch über sie? Nein, flatterhaftes Ding, denke ich, aber hübsch anzusehen. Zumindest für eine Menschenfrau. Sie spaltet die Meinungen der Leute sehr. Einige meinen, dass es nicht schaden kann, mal etwas Abwechslung hier zu haben. Aber viele denken auch, dass sie unmoralisch ist und nichts Gutes bringen wird. Also wisst ihr... Ich schaue mich im Moment ja wegen den Sabotageakten hier ein bisschen um. Habt ihr diesbezüglich vielleicht irgendwelche nützlichen Informationen für mich? Leider kann ich euch da nicht helfen. Das war alles fernab von hier. Zwar reden die Leute viel, aber mehr als die allgemeinen Gerüchte ist auch mir nicht zu Ohren gekommen. Welche Fremden sind denn zurzeit noch in Murolosch? Großlinge, meint ihr? Naja, da wäre die Händlerin Aldesia. Außerdem noch der Gesandte Gerling, ein guter Freund der Zwerge. Okay, danke. Das reicht mir schon. So, könnt ihr mir eventuell helfen? Bei allen Minenschächten! Gutes Glück, dass ihr gerade vorbeikommt. Ich bin Orgrim, war Sohn des Orumgrin, Vorarbeiter der Stollengräber Murolosch. Im Namen König Aromboloschs soll ich helfen, die Sabotageakte in Murolosch aufzuklären. Könntet ihr mich dabei unterstützen, Orgrim, Sohn des Orumgrin? Ihr versteht nichts! Ich helfe euch gerne, nach allem, was ich von euch gehört habe. Doch unten in den Tunneln sind gerade die Niederhöllen losgebrochen. Bitte helft mir. Dann beruhigt euch und erzählt mir erstmal ganz genau, was geschehen ist. Also gut. Bei den wichtigsten Minengrabungen unter Murolosch ist einer unserer Stollen zusammengestürzt und hat mehrere Zwerge unter sich begraben. Ich muss jetzt noch kundige Minenarbeiter finden, um den Stollen zu sichern und neu abstützen zu können. Es war allerdings gerade Schichtwechsel und die Arbeiter, die nicht in den Unfall verwickelt waren, sind schon in die Stadt zurückgekehrt. Es muss sich bei dem Ganzen um Sabotage gehandelt haben, ganz sicher.
Auch wenn noch alles eingestürzt ist, habe ich die Stellen an den Stollenbalken sehen können, die absichtlich zerstört wurden. Alles Weitere muss ich mir bei Licht und in Ruhe noch einmal anschauen. Jetzt brauche ich aber zum Abstützen erst einmal noch mindestens 5 weitere Minenarbeiter. Alleine schaffen wir das nicht. Bitte, sucht die Minenzwerge und schickt sie zu uns nach unten. Werdet ihr das tun? Wo finde ich denn am besten die weiteren Minenzwerge? Das ist ja das Problem. Sie haben alle keine Schicht und halten sich irgendwo in der Stadt auf. Ich hatte gedacht, viele wären hier in der Taverne. Ich muss zurück und habe keine Zeit, weiterzusuchen. Helft ihr mir trotzdem? Selbstverständlich. Die Hilfe sei euch gewiss. Sehr gut. Eilt euch. Es könnte sonst alles noch schlimmer werden. Dann mache ich mich auf den Weg. Bis bald. Unter der Stadt wächst ein dichtes Netz aus Stollen, und es ist einzig der hohen Bergmannskunst dieses Volkes zu verdanken, dass Murolosch trotzdem stabil steht. Nun, da trotzdem ein Minengang einstürzte, liegt die Vermutung nahe, dass hier ein Saboteur am Werk war, denn die Grubenmeister achten mit Argusaugen darauf, dass kein Stützbalken seinen Dienst versagt. Jetzt aber ist schnelle Hilfe gefragt. Es werden dringend Minenarbeiter benötigt, um den Stollen stabilisieren zu können. Dummerweise haben die meisten schon Feierabend und sind in die Stadt zurückgekehrt. Ich sollte mich schnell auf den Weg machen, um noch ein paar von ihnen zu finden. Ich muss den Minenzwerg Lulosch, Sohn des Olmar, zur Unglücksstelle schicken. Er muss irgendwo in der Stadt zu finden sein. Ich muss den Minenzwerg Gandor, Sohn des Garamor, zur Unglücksstelle schicken. Er muss irgendwo in der Stadt zu finden sein. Außerdem muss ich den Minenzwerg Fenmurol, Sohn des Ferolax, zur Unglücksstelle schicken. Auch er muss sich irgendwo hier in der Stadt befinden. Darüber hinaus suchen wir noch den Minenzwerg Chom, Sohn des Tugabal. Auch ihn müssen wir zur Unglücksstelle schicken. Und last, but certainly not least, brauchen wir auch noch den Minenzwerg Endrosch, Sohn des Ethosch Grimm, der sich ebenfalls irgendwo in der Stadt aufhalten muss. Okay. Ah, da seid ihr ja wieder. Nicht wahr, unsere Tavernen haben eine ungeheure Anziehungskraft, hä? Also eigentlich untersuche ich die Vorwürfe gegen Salina. Könnt ihr mir da eventuell bei der Wahrheitsfindung helfen? Ich wüsste nicht wie. Ich habe gerade Dienst frei und habe von den ganzen Vorfällen auch erst durch Hörensagen gehört. Schade, aber trotzdem danke. Seid gegrüßt, wackerer Humpenheld. Was kann ich für euch tun? Ich möchte euch eine Frage stellen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Vergiss es. Das haben wir alles schon besprochen und nach der Gauklerkönigin und den Sabotagevorwürfen kann ich dich anscheinend nicht befragen, deswegen bist du mehr oder weniger nutzlos für mich. Und von daher würde ich dich gerne wieder aus meinem Verstand löschen. Da, schon erledigt. Wer bist du nochmal? Okay, wir brauchen Minenzwerge. Ah, Garrosche. Ich habe gehört, dass ihr es geschafft habt, den Streit der Töchter der berühmten Marimbosch herbeizulegen. Ich bin beeindruckt. Ich erwähnte noch gar nicht, dass ich mit den Schwestern verwandt bin. Sie sind meine Cousinen. Naja, jedenfalls hat die Verwandtschaft irgendwann aufgegeben, vermitteln zu wollen. Vielleicht braucht es einfach ein frisches, unbelastetes Gesicht. Yep. Das denke ich auch. Ich meine, manchmal streitet man sich jahrelang und weiß dann gar nicht mehr, warum eigentlich. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nein, eigentlich nicht.
Oh, hi. Grüße! Was gibt's? Ein Stollen ist eingestürzt. Ihr müsst schnell zu Hilfe eilen. Olgrim braucht euch. Orgrim, Entschuldigung. Der Mann heißt Orgrim. Ich wusste das. Das ist ja schrecklich. Ich komme sofort. Na dann, Hals- und Beinbruch. Seid gegrüßt. Was liegt euch auf dem Herzen? Wisst ihr, ich verteidige die Gauklerkönigin Salina. Habt ihr vielleicht etwas Auffälliges bemerkt, das sie entlasten könnte? Und sie schielte verstohlen in Richtung der Händlerin da hinten, die da. Entschuldigung, wir führen hier ein privates Gespräch. Dankeschön. Nein, ich habe überhaupt nichts bemerkt. Okay. Ein Hauch von Häme ist in ihren Zügen zu erahnen. Von ihr ist wohl weder Freundschaft noch Hilfe zu erwarten. Ja? Was ist euer Begehr? Arombolosch hat mich zum Wahrheitsfinder ernannt. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Aber natürlich. Ich werde euch gerne dabei unterstützen, diese scheußlichen Vorfälle aufzuklären. Ich fürchte aber, dass ich nicht viel dazu beitragen kann, denn ich habe nichts Auffälliges beobachtet. Und wie steht ihr zu Salina, der Gauklerkönigin? Nun, von Gaukelei halte ich nicht viel. Ich verlasse mich lieber auf ehrliche Arbeit, wie ihr hier sehen könnt. Aber diese Salina scheint eine nette Person zu sein, auch wenn ich sie nur vom Sehen kenne, denn ich habe nicht mit ihr gesprochen. Nun gut. Mehr Fragen habe ich nicht für euch. Vorerst. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Wo ihr schon hier seid, wollt ihr vielleicht noch einen Blick auf meine Waren werfen? Lass mal sehen. Möchtest du vielleicht einen Blick auf meine Waren werfen, wenn ich gerade schon mal da bin? Ich habe nämlich eine Bärenfalle. Und einen Flachmann und drei Pfeifen. Voll gut, ne? Zu euren Diensten. Darüber hinaus habe ich jede Menge Drachenzähne. Den elfischen Lederpanzer, den behalte ich hier nochmal kurz, obwohl... Nein, den packe ich trotzdem in die Kiste. Man weiß ja nie, was noch kommt. Spinnenfangzähne kann man verkaufen. Die Seidendrüsen auch, ne? Ja. Okay, hier war ja nichts, was mich wirklich gereizt hat, ne? Nicht so wirklich zumindest. So. Ach, diese Frau verwirrt meine Augen. Ich weiß nur noch nicht, ob ihr zu trauen ist. Ich glaube nicht, dass ihr zu trauen ist, bin ich ganz ehrlich. So. Wir müssen auf jeden Fall die ganzen Minenzwerge finden. Über die sind wir ja schon mal gestolpert. Wir müssen sie jetzt nur wiederfinden. Oh. Ach Mann, die sind ja... Warum sind die denn auf der Karte markiert? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ich hätte die gerne selber gesucht, aber naja, ist egal. Ich kann ja einfach die Karte ignorieren. Und dann schicken wir die Minenzwerge zum Stolleneinbruch, um da unten zu helfen und erhalten auf dem Wege vielleicht
auch die eine oder andere Information, mit der wir unserer Freundin Salina dann helfen können. Und zwar in der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.